Hallo und willkommen zurück bei Let's Play FIFA 16 Karriere mit Werder Bremen und es wird spannend. Wir sind im Halbfinale des European Continental Shield. Nachdem wir zuletzt ja 1:0 gegen Eibar gewonnen haben, gegen den spanischen Vertreter in unserer Gruppe, wird es dann heute richtig spannend. Das Halbfinale steht an gegen RB Leipzig und ein weiterer deutscher Vertreter hier in unserer Gruppenphase. Aber vorher haben wir noch eine kleine E-Mail mit dem Preisgeld, was wir bisher gewonnen haben durch die Teilnahme bzw. das Bestehen der Gruppenphase. 1,25 Millionen Euro, die uns weiterhin noch zusätzlich zur Verfügung stehen. Und ich würde sagen, wir machen erstmal, Moment, damit wir das nicht wieder vergessen, wie in der letzten Folge, ein kleines Training für die guten Mannen hier, die wir ausgewählt haben in Folge 1 und das sieht doch gar nicht so schlecht aus. Lorenzen steigert seine Werte, die anderen, ja, bleiben erstmal so stehen. Ich würde aber gerne nochmal schauen und zwar Spielersuche. Es muss doch junge, talentierte Stürmer auf dieser Welt geben. Ich sag mal bis 22, komm, bis jetzt habe ich schon gesucht, nein, das wollte ich gar nicht. Ich will natürlich nicht in der ganzen Welt suchen, sondern, und vor allem nicht alles. Und zwar ein Stürmer aus der, ich würde sagen aus der Premier League. Die Premier League hatte gute Stürmer noch eigentlich zu bieten. Tier Ambrose, Kyle Bailey, Jacob Blyth, Berahino. Es ist immer die Frage, was ist gut? Welcher Spieler? Jack Dunn, Ashley Fletcher. Durch die Werte, die wir sehen, sind alle Iheanacho. Der wird aber auch einiges. Wir können ihn ja mal. Der ist auf der Leihliste. Manchester kontaktieren für Leihe. Iheanacho ist ein junger, talentierter Stürmer. Für ein ganzes Jahr oder auch wir können auch für 2 Jahre leihen, das habe ich total vergessen. Bei Kimmich, wir können ihn ja für 2 Jahre leihen. Und das dann erstmal so absenden. Dann hätten wir mit Kaliti Iheanacho wahrscheinlich einen sehr, sehr guten jungen. Ja, gut, Harry Kane können wir auch natürlich verleihen. Aber ich glaube, das ist dann doch eher schwieriger. Romeo Lukaku, das sind alles so Größen, die wir uns so nicht leisten können. Aber so ein Iheanacho, das wäre wahrscheinlich für den guten Mann auch in seinem Interesse, würde ich mal sagen. Aber jetzt geht es erstmal um was anderes. 2 Nachrichten, aktuell ist aus Italien, danke nein. Und Öztunale möchte fragen, nee, Yildirim möchte fragen, ob wir mal rotieren und ihm ein bisschen Spielzeit geben. Wir können ihn gerne mitnehmen. Wir können ihn gerne mitnehmen und dann eventuell einwechseln. Das ist definitiv möglich. Leipzig in Weiß-Rot und wir in den grün-weißen Trikots. Also, wie spielen wir? Uja. Wir können die beiden ja mal tauschen. Vielleicht bringt das ja doch mal was. Bartels diesmal über. Oder Yildirim. Wir können ja mal Yildirim spielen lassen für Fritz, Groß, Bargfrede. Das ist ja wirklich die Frage, wer spielt? Wer spielt? Das wird immer wichtiger. Kimmich, Bartels rein für Sternberg. Jetzt Tonali, Groß, Fritz. Fritz nehmen wir definitiv mit, der ist wichtig, der gute Mann. Und ansonsten dürfte das so passen. Das soll unsere Mannschaft sein, die uns hoffentlich ins Finale schießt gegen Red Bull Leipzig. Rasenballsport Leipzig, Entschuldigung, es tut mir leid. Das haben wir noch in der letzten Folge schon gehabt. Einmal ganz rüber, Gebre Selassie. Super Flanke, aber Teigl im Weg. Der war schön. Warum nicht immer so im Spiel?
Es kann so einfach sein, aber Jungs, ihr macht euch das so verdammt schwer. Gut, wir warten nicht lange. Wir starten rein im Estadio Santiago Bernabéu. Oh, dieses Stadion. Dieses Stadion. Soll es irgendwann auch mal sein in der Champions League. Weil Fuß und Frank Buschmann heute leider nicht da. Krankheitsbedingt fallen sie leider aus. Das tut uns aber leid. Ich übernehme den Job. Hier die Aufstellung von Werder Bremen. Mit Lorenzen, Uca, Junusovic, der Doppeltorschütze dieses Turniers. Yildirim Kimmich, Bergfrede, Garcia, Vestergaard, Lukimia, Gebrselassie und im Tor der gute Wiedwald. Das ist die Aufstellung von Leipzig. Ah, sind auch keine schlechten. Mit Selke und seinem ehemaligen Bremer. Forsberg, Kaiser, Bruno, Khedira, Demir, Halsberger, Compair und wie sie nie alle heißen. Selke gewechselt von Werder Bremen für 5 Millionen und gewechselt von Salzburg Ilsanker 1,3 Millionen, glaube ich. Selke, den könnten wir gut gebrauchen. Aber der ist leider jetzt bei der Konkurrenz. Los geht's, Halbfinale im Bernabéu. Anstoß hat Leipzig, aber das soll nichts heißen. Wir wollen hier unser Spiel wieder durchziehen. Wir haben bisher noch keine Partie verloren. Aber das ist keine schlechte Mannschaft. Das kann sich jederzeit ändern. Ist natürlich eine Zweitligamannschaft, aber die haben auch den Ansporn, in die erste Fußball-Bundesliga zu kommen. Jetzt. Das war blöd. Das war blöd. Freistoß für die Leipziger. Lukimia, Silke, das war ganz blöd. Boah, und er will zum Glück nicht treffen gegen seinen Ex-Verein. Glück. Gebrselassie. Die machen gut Druck. Vestergaard. Garcia. Yildirim, Ballverlust. Super. Fängt gut an. Garcia fast mit dem Ball. Kaiser. Flanke in die Mitte. Der kommt ziemlich hoch. Forsberg mit dem Kopfball drüber. Also sie starten wirklich sehr, sehr offensiv. Haben hier gute Chancen. Müssen ruhig bleiben. Bargfrede. Kimmich. Gebrselassie. Yildirim auf Lorenzen. Ach Gott, komm schon. Super, Yildirim. Das ist die Chance. Das ist die Chance für Junusovic. Die wollen nicht schießen, das ist so das Problem. Die brauchen einfach zu lange, um abzuschließen. Uca. Lorenzen. Kimmich. Kimmich, warum denn nicht nach unten? Warum denn nicht in den Strafraum? Warum nicht ganz einfach zu Lorenzen? Junusovic. Kimmich. Klasse Ball. Klasse Ball, aber auch der ist wieder zu lang. Gulaschi bekommt den da ganz locker. Boah. Wir hätten hier ein, zwei gute Chancen haben können. Yildirim. Super, klasse weitergeleitet. Das ist Junusovic. Junusovic. Oh Gott. Uca, ich weiß einfach nicht, wohin. Die stehen da alle hinten drinne. Ich habe keine Ahnung, wo ich da hin soll. Uca verletzt am Boden. Das ist super. Genau das ist das, was wir jetzt brauchen. Noch einen verletzten Stürmer. Und auch den mit den besten Werten. Forsberge. Komm schon. Komm schon, super. Ach Gott. Freistoß. Na gut. Na gut. Freistoß in die Mitte gebracht. Wiedwald, das sah nicht unbedingt so glücklich aus. Das gibt Freistoß, natürlich. Oh. Kaiser mit dem Freistoß für Leipzig. Und der ist nicht schlecht. Wiedwald hält aber. Da wollte nicht über die Mauer, sondern ins Torwarteck. Das war vielleicht unser Glück. Wiedwald hat den. Easy. Junusovic. Uca. Lorenzen. Oh. Jetzt nochmal Lorenzen. Auf Yildirim. Weiterleiten auf Uca. Gut, der trifft wahrscheinlich eh das Tor nicht, aber das ist ja egal.
wenigstens den Versuch haben, hier eine Torchance zu bekommen. Allein der baut ja schon auf und kann zu 9 Torchancen führen. Uca. Uca! Pfosten! Anthony Uca. Kein schlechter Schuss. Also, ich weiß nicht, was ich bisher von Leipzig halten soll. Die stehen eigentlich defensiv echt gut, weil die alle hinten drin stehen. Aber es gibt immer wieder doch Lücken, die sich da ziemlich leicht eröffnen. Also wir sind hier nicht chancenlos. Definitiv nicht. Und besonders bei solchen Fehlern nicht. Uca. Anthony Uca. Rüber, das ist Lorenzen. 1:0. Wir führen. 31. Minute. Klasse, Uca hier mit dem Ballgewinn. Dann der Ball rüber und Lorenzen schließt im richtigen Moment ab. Super gemacht. 1:0 für Werder Bremen. Hat sich dieser Stürmertausch etwa wirklich gelohnt? War das wirklich so diese taktische kleine Umstellung, die wir da vorne gebraucht haben? Das ist das erste Tor in dem Turnier aus dem Spiel. Und das im Halbfinale. Nachdem wir schon 3 Partien gespielt haben. Bargfrede, Garcia. Oh, Bargfrede. Bleibt da hängen. Jetzt nicht gleich den Ausgleich kassieren. Das wäre ganz böse. Aber gut, so nicht. Kimmich, super. Lorenzen. Na, da bleiben wir wieder hängen. Da bleiben wir wieder hängen. Es sind immer so Zentimeter, die uns fehlen. Am entscheidenden Pass. Das war nicht gut. Gebre Selassie. Ball in die Mitte. Kimmich. Jonosovic. Klasse. Weiter. Hoher Ball auf Uca. Der nimmt den super mit. Der springt über den Spieler. Uca mit der Flanke. Und Torwart ist da. Yildirim. Kimmich. Yildirim. Yildirim. 2:0. Minute. Oh, super gemacht. Hier Yildirim, Kimmich, Yildirim. Und der zieht ab. Knapp vorm 16er. Genau auf dem 16er. Oller haut den durch die Beine. Da hinten rein. Oh, tut mir leid für die Explosion hier. Aber man freut sich. So kann es weitergehen. Das ist die Mannschaft, wie ich sie mir gewünscht habe. Das ist nicht gut. Lorenzen. Müssen dranbleiben. Lorenzen bleibt dran. Ne? Nicht bis zum Schluss, aber immerhin hat er den ersten angefeilt. Jetzt die Flanke. Die kommt ganz hoch. Gebre Selassie. Wunderbar. Super. Super. Yildirim. Kimmich. Super lange hoher Ball. Ach, es ist knapp. Es ist knapp, aber ich bin so zufrieden bisher. Es ist eine klasse Leistung der Mannschaft. Zwei Minuten obendrauf in Halbzeit 1. Jetzt muss Jonosovic nochmal laufen. Flanke in die Mitte. Jetzt nicht hier noch das Ding kassieren. Selke. Will wieder nicht gegen seinen Ex, gegen seinen ehemaligen Arbeitgeber treffen. Der geht durch. Uca. Kimmich. Ach, unnötig. Unnötiger Ballverlust und dann ist Halbzeit. Wir führen mit 2:0 gegen RB Leipzig. Medipol Başakşehir 1:1 gegen Dynamo Moskau. Das sieht bisher sehr, sehr gut aus. Mir gefällt die Leistung der Mannschaft, das Auftreten, die Abschlüsse, die Laufwege. Also es ist alles wesentlich verbessert. Jetzt vielleicht Garcia mit der Flanke, gibt Ecke. Jonosovic. Und Direktabnahme von Bargfrede.
ist jetzt nicht als Torjäger bekannt, aber man muss es mal probieren. Man muss auch mal Risiken eingehen. Und vielleicht ist ja heute so ein goldener Tag, wo man einfach mal so ein Ding, was aus der Luft kommt, direkt nehmen kann. Oh, der war super. Silke. Silke! Auf der Linie rettet er den und schließt direkt ab. Nicht schlecht. Hat er gut gemacht. Wiedwald ist da. Ball in die Mitte. Wiedwald ist wieder da. Und jetzt kann es schnell gehen. Lorenzen. Das ist Anthony Uja. Da hat der Millimeter, die Fußspitze, gerade so gereicht. Halsberger. Debre Selassie und Nusovic kommen nicht ran. Schade. Khedira. Demme. Selke. Lukemia. Und Wiedwald klärt erstmal. Kimmich läuft da. Spielt auch kein schlechtes Spiel. Ja, komm. Das war da gar nichts. Nichts war das. Teige. Selke. Khedira, Selke, Lukemia im Weg. Kimmich. Super, Lorenzen. Weitergeleitet auf Anthony Uja. Uja. Was ist Uja? Uja mit dem flachen hohen Ball. Ja, mit dem flachen hohen Ball. Gute Chance. Aber leider zu unpräzise, genau wie dieser Pass. Wechsel jetzt bei Leipzig. Soll uns aber erstmal nicht interessieren. Silke auf jeden Fall draußen. Das ist mal eine Ansage. Der Mann, der bisher die einzigen Chancen bei Leipzig hatte. Der da vorne ein bisschen Betrieb gemacht hat. Ansonsten war da ja bisher nicht so viel. Oh, Bruno lässt ihn durch und dann zu laufen. Garcia ist da, zieht ihn. Ja, okay. Okay, okay. Zeit zu wechseln. Lorenzen raus. Da bekommt Kubilanski. Groß defensive Bargfrede. Clemens Fritz für Kimmich. Yildirim raus. Dafür kommt Bartels und Öztunali für Junuzovic. Garcia. Was machen wir mit Garcia? Der ist auch schon auf dem... Der hängt auch schon auf dem Zahnfleisch. Was kannst du denn spielen? IV und ZDM. Ja, es ist nicht so ganz, was wir brauchen. Lukemia, ich möchte Lukemia auch ungern aus der Zentrale rausholen. Sorry, Kumpel. Muss durchhalten. Freistoß jetzt für Leipzig. Bruno, Ball in die Mitte. Wiedwald ist wieder da. Und jetzt gibt es Einwurf für Leipzig. Forsberg. Forsberg. Oh, tänzelt sich da durch. Und Wiedwald guckt ihn vorbei. Wiedwald. Super. Kommt an. Clemens Fritz. Mit dem Ballverlust. Das war nicht nötig, Kumpel. Dieses Spiel, beziehungsweise erstes Spiel in der Bundesliga, wie schon in der letzten Folge erwähnt, gegen S04. Wiedwald, Ball nach vorne. Vorsichtig. Ah, Gott. Freistoß. Gelbe Karte noch für Theodor Gebre. Selassie. Forsberg. Und das war Bruno diesmal. Dicke Chance. Aber die kriegen das Ding heute nicht rein. Knappe Viertelstunde noch zu spielen. Das ist unser. Fritz. Oh, Kubilanski. Setzt sich nicht durch. Der setzt sich nicht durch. Setzt sich keiner durch. Jetzt vielleicht. Gebre Selassie. Super dazwischen gehauen. Vorsichtig. Chip in die Mitte. Bartels ist da. Und jetzt Konterschuss über Kubilanski.
nein, was war das denn? Ich habe passen gedrückt. Ich habe wirklich nur passen gedrückt. Wechselnummer bei Leipzig. Hierländer für Khedira. Super, Öztunali. Fritz. Ball kommt nicht an. Ich wäre zufrieden mit dem Ergebnis. Ich würde das direkt so unterschreiben. Wir können hier sofort aufhören. Fritz. Uja Kubilanski. Schickt nochmal Uja. Ah, Ilsanka. Hoher, weiter, langer Ball. Garcias da. Bartels. Öztunali. Kriegt den nochmal nach unten. Kubilanski. Öztunali. Klasse, dreht sich um sich selbst. Spielt mit sich selber. Uja. Ah, wohin willst du? Anthony Uja. Der ist mir immer noch so ein kleines Mysterium da vorne. Ah, Gott, oh Gott, oh Gott. Lukim, ja, mach keinen Scheiß. Mach jetzt keinen Fehler, Junge. Super, Bartels, der haut sich dazwischen, der bleibt einfach stehen. Ilsanka, das bringt euch nichts, Leute, wenn ihr da hinten zurückspielt. Ihr müsst schon nach vorne. Ilsanka. Na, was macht er? Hier Länder unter Druck gesetzt. Jetzt muss... Oh, jetzt hätte Lukimia hingehen musst. Nicht Lukimia, sondern Uja. Vorsichtig. Jetzt könnte es mal richtig gefährlich werden. Bruno. Nee, nee. Das wird doch nichts mehr für euch. Das ist unser Sieg. Das ist unser Finale. Das könnt ihr uns nicht nehmen. 3 Minuten obendrauf. Und sie wissen selber, dass da nichts mehr geht. Das war nicht der Tag von RB Leipzig. Da kam heute definitiv zu wenig. Also sie hatten Chancen. So ist es auf jeden Fall. Aber die Chancenauswertung war mehr als mangelhaft. Kubilanski, super, nochmal nach oben. Das ist Öztunali. Levan Öztunali. Öztunali, Öztunali. Und Kubilanski. Und das war's. Das war's. Finale, wir kommen. Boah. Geil. Letzte Partie. Noch kurz vorm Ausscheiden. Und jetzt stehen wir im Finale. Unfassbar. Gildirim, ein Schuss, ein Tor. Hat sich gelohnt, dass er spielen durfte. Hier nochmal die Tore. Durch Lorenzen. Nach Vorlage Uja, der den Ball erobert hat. Zack. Und dann nur 9 Minuten später Yildirim. Yildirim hier, Kimmich. Yildirim. Und er sitzt. Boah, geil. Geil, geil, geil. Wir stehen im Finale. Und man sieht Schüsse aufs Tor. Wir hatten 6 von 7 Schüssen und die hatten einen einzigen Schuss von 9, der aufs Tor war. Von daher, dieser Sieg geht definitiv in Ordnung. Und unser Gegner ist Medipol Başakşehir, die sich gegen Dynamo Moskau mit 2:1 durchgesetzt haben. Ich bin sehr, sehr gespannt, was uns dann in der nächsten Folge im Finale erwartet. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst eine Bewertung da, einen Daumen nach oben und ein Abo wäre natürlich auch nicht schlecht, denn dadurch verpasst ihr keine Folge von Let's Play FIFA 15, 16, 16, 16, 16, FIFA 16. Karriere. Wir sehen uns in der nächsten Folge, wenn es dann ins Finale geht, des Test, des Vorbereitungsturniers, des European Continental Shield. Und ich bin sehr, sehr gespannt. Das wird ein ganz heißes Ding. Haut rein, bis morgen. Wenn wir dann das Turnier auf genau 2 Wochen aufteilen konnten. Sehr, sehr cool. Haut rein, bis dahin. Ciao.